Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 959 und stehen schon vor dem ersten Mod, genau. Und zwar ein Lagersystem. Wir sehen hier drei große Behälter, wir sehen hier dementsprechend die Abkippfunktion, ne? Also sprich der Trigger, wo wir es abkippen müssen. Ne? Wir sehen hier, da geht's raus, das Ganze. Und hier seht ihr auch schon, was drin ist. Genau, die Behälter sind nämlich für Dünger, für Kalk und für Saatgut. Und wir haben für jedes hier auch eine einzelne Anzeige. Wenn wir hier vorne ranlaufen, dann sehen wir hier auch, ne, da unten steht auch verladebereit Dünger zum Beispiel. Ne? Auch wenn wir dann jetzt hier in die Global Company Variante gehen, sehen wir, da wird das Lager hier auch unterstützt. Und da seht ihr es auch. Ne? Also 500.000 geht rein, sowohl für Dünger, Kalt ist auch schön, Kalk und Saatgut. Und dann kriegt ihr hier eine 500.000 Liter da reingepumpt. Und das ist es dann. Ja, sieht texturenmäßig sehr gut aus. Wir haben eine Beleuchtung, die geht nachts von alleine an. Hier sieht man auch noch schön, ne? Kleine Sackkarre dabei und sowas. Also überall hier vollgestapelt. Auch die passenden Säckchen überall drunter gepackt. Ein paar Paletten sind hier, noch eine Ameise, da steht noch eine Sackkarre. Also auch sehr interessant und sehr schön gemacht. Finde ich also schon ganz gelungen, das Ganze, muss ich sagen. So, ja. Ich würde sagen, Shop. Da müssen wir nochmal gucken, was das Ganze denn kostet. Da seht ihr Global Company. Seht ihr 125.000 und 15 am Tag und dann könnt ihr die Sachen hier schön einlagern. Ist natürlich dann für die am lohnenswertesten, die jetzt zum Beispiel weite Wege fahren müssen damit und sich in großen Mengen die Sachen irgendwo per LKW kaufen oder natürlich Leute, die das selbst produzieren. Dann macht das natürlich auch Sinn, da ein passendes Lager für zu haben noch extra. So, wunderbar. Wir hüpfen mal weiter und zwar hüpfen wir jetzt genau auf unserem Platz hier. Dann rennen wir mal eine Runde rüber, weil wir haben noch eine Spritze und zwei andere Kleinigkeiten hier dementsprechend. So, einmal die Spritze hier. Da seht ihr es, da steht es dran. Ne? HKG. Und da seht ihr Uniper 5500. Schon haben wir die Infos, die wir brauchen. Das sieht ein bisschen auch alt gemacht aus, ist auch okay. Man sieht aber hier trotzdem an den, ne? Aktuelle Texturengeschichten sind da, auch an den Metallgeschichten, den Verschraubungs- und Anschlüssen. Der Rest ist halt nur ein bisschen auf älter gemacht, finde ich aber soweit ganz gelungen. Ich würde sagen, damit wir das Ganze auch nochmal sehen, falte ich es auch mal auseinander. Ne, wird erst links, erst rechts dann dementsprechend auseinandergefaltet. Ja, läuft. Ne, hier seht ihr auch schön das Haltesystem. Das passt doch alles. Sieht doch sehr gut aus. Ich falte es jetzt wieder zusammen. Ne, es ist eine Spritze. Und auch hier seht ihr selber die Anschlussgeschichte und sowas. Das sieht alles ganz ordentlich aus. Rest sieht so ein bisschen alt, spinkelig aus. Ne? Aber ich finde es ganz okay. Wow, jetzt bin ich ja, ne, einmal Zauberer gewesen und bin durchtrennt worden. Auch was Feines. Nicht wirklich. So, ja. Wir gucken uns das einfach mal unter Spritzen an. Ne? Viel einfacher geht es nicht. Pflanzenschutz, ganz ans Ende, da stehen wir schon. 10.000 kostet das gute Stück. 75 PS benötigt es. Die Typenbezeichnung 5.500 ergibt sich für die Literanzahl, die reingeht. Und wenn das ganze gute Stück auseinandergefaltet ist, haben wir 18 Meter Arbeitsbreite. Wir hätten hier die Hauptfarbe auch ändern können, in den Grau oder so. Dann hätte das vielleicht nicht ganz so gespinkelt ausgesehen. Genau. Wir könnten auch die Felgenfarbe dann anpassen in dem Grau. Ne? Die Beschriftung hier an sich, die bleibt. Ne? Wir haben dann hier hinten auch noch die Möglichkeit, die Rücklichter anders einzustellen. Ne, da seht ihr jetzt noch die alten DDR-Sachen. Und wir können sogar das Logo runternehmen, wenn uns das stört und wir was Neutrales haben wollen. Also, wie gesagt, das finde ich auch schon mal sehr gelungen. Sehr schönes Teil. Ne? So, dann marschieren wir weiter. Wir laufen hier rüber und sehen einen grünen Traktor. Die Vermutung ist ja nahe, dass es richtig ein Fendt ist. In dem Fall haben wir den Vario 516 dementsprechend stehen. Ihr seht hier schon, es ist das Designpaket da. Wir haben hier die Metallblende dementsprechend an der Abgasgeschichte. Ne? Und das gibt es auch in zig verschiedenen Einstellungen. Ihr seht hier vorne auch den Schutz für die Frontgeschichte. Ihr seht den Frontlader hier mit dran. Schön dann in der Traktorfarbe dann lackiert. Also hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die ganzen Rundumleuchtengeschichten, Spiegelvariationen. Also hier gibt es eine ganze Menge. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal im Shop an, damit wir die ganzen Sachen auch ein bisschen im Auge behalten. Und ich gehe natürlich gleich in die falsche Rubrik. Wir müssen nämlich in den mittleren Bereich. Da seht ihr auch schon, der Traktor uns gleich noch erwartet. Der Steyr CVT Version 2.
Und das ist dann, glaube ich, ein 6230 als Grundlage. Aber wir sind erstmal beim Fan 500 One. Da sehen wir es, 115.000 ist der Grundpreis. Hier ist er jetzt schon 117.000, warum auch immer. Wir haben, achso, es geht anscheinend um die Reifenvarianten. Wir haben dann hier die Möglichkeit Michelin, Vitas. Da war einmal ein kleines Piepen, sorry dafür. Nokian und Trelleborg dementsprechend zu wählen. Designmäßig seht ihr selber, ne? Das ist die Designline-Variante oder das normale, das wäre das dunkle. Ich hatte die Designline-Variante. Wir haben links, rechts, Rundumleuchte oder beidseitig. Ihr seht selber, hier sind eine ganze Menge Einstellungen. Dann kommen wir noch zur Teppich-Variante. Seht ihr da drin auch, ne? Können wir Teppich reinlegen oder nicht. Der Design-Part hier, das hängt mit den vorderen Fendern zusammen. Die Auspuffblende hier können wir noch variieren. Ne? Wir können das Power-Design machen, ne? Das Plus-Design. Dadurch ergeben sich hier auch die verschiedensten Lampenlichtvarianten und auch, seht ihr, dann kommt der ganze Spaß erst dazu sozusagen. Frontscheibe kann man auch zum Aufklappen kriegen, zum Öffnen. Ne? Spiegel gibt es natürlich große Spiegel, ne? Kleiner Spiegel. Ne? Seht ihr selber hier vorne die Halterungsvarianten, ne? Bis zum hin zum Haubenschutz. Dann verschiedene Aufkleber, die wir hier noch setzen können. Also sehr viele Möglichkeiten. Und auch beim Frontaufbau haben wir halt Stoll zur Auswahl. Und wir gehen vom 512 Vario mit 125 PS über den 13er mit 135, 14, 145 und den 16er mit 165 PS. Und das ist auch die Variante, die draußen steht. Wir hätten ja auch noch die Petrol-Varianten draus machen können. Ne, das ist dann eine Exportfarbe. Ne, und dann wäre halt so durch die Gegend gefahren. Oder halt auch die Kommunalfarben. Ne, also ihr seht, es gab da ein paar Möglichkeiten. Ne, da seht ihr Kommunalfarbengeschichten. Also alles 1000 Möglichkeiten zum Einstellen. Also sehr, sehr umfangreich das Ganze. Ich hüpfe mal eine Runde rein. Wir machen mal Licht an. Und ihr seht die ganzen Zusatzlichter, die man dazu bauen kann. Hier sieht man es immer eindeutig. Die machen gut hell und die funktionieren auch. Ne? Also ein ganz schöner Lichtkegel draußen drumherum. Ich mache jetzt nochmal die Rundumleuchte an, die funktioniert auch. Blinken tun wir dementsprechend auch sowohl links, rechts, vorne wie auch hinten. Sorry, wir gucken uns das Ganze mal innen an. Wenn ich hier normal Licht anmache, passiert hier so nichts. Wenn ich den Motor anmache, dann sehen wir schon, da kommen so ganzen Display-Geschichten dazu. Und wir haben jetzt hier dann... hier in dem Bereich seht ihr, wo die meine Maus hier gerade bewegt, auf der linken Seite vom Fendt-Logo, vom Lenkrad. Da kommen auch Kontrollleuchten dazu fürs Licht. Und man sieht auch hier im Stick sind einige Tastengeschichten und sowas dann mehr hervorgehoben. Ne? So, dann mache ich den Motor erstmal wieder aus. Ihr seht, wir haben hier noch ein paar Öffnungsmöglichkeiten. Ne? Weil, wenn wir die Hilfe anmachen, seht ihr, dass hier Simple IC dementsprechend drin ist. Ne? Wir können die Türen noch aufmachen. Ganz normal links, rechts. Wir können den Sitz runterklappen. Dadurch, dass ich es umgestellt habe, können wir auch hier vorne das Fenster öffnen. Ne? Wir können den Hebel hier, den Part mit dem Display zur Seite machen. Wir können das dementsprechend hinten aufmachen. Ne? Also wie gesagt, hier gibt es schon so ein paar Möglichkeiten. Ist schon alles sehr schön gemacht, muss ich sagen. Ne? Das ist dann halt der Sitzklapp-Part. Seht ihr, das klappt dann mit runter. Dann ist das X ein bisschen tiefer. Hier unten sieht man schön den Fan-Teppich drin liegen. Also, wie gesagt, finde ich sehr, sehr gelungen und sehr, sehr detailreich. Ich würde sagen, wir gehen noch mal eine Runde raus. Was noch bleibt, ich kann das ja ruhig alles hier so offen lassen dafür, ist einfach mal eine Runde damit zu drehen. Ich stelle jetzt einfach mal hier mittig hier, den können wir mit dem anderen drumherum fahren, weil, wie gesagt, wir haben ja noch den Steyr hier stehen. Und da sind wir auch schon. Ja, Steyr, da steht die Typenbezeichnung schon dran. Ich habe 4230 gesagt. Ich glaube, es ist auch eine 30er-Variante drin und eine 40er. Wir werden auch hier jetzt gleich, ne, hier seht ihr auch Texturen, sind wir natürlich hier auf dem neuesten Stand. Steyr dementsprechend vernünftig die Beschilderung, alles gemacht. Das sieht also optisch alles sehr gut aus. Das ganze Zubehör bis hin zum Feuerlöscher.
die ganzen Monitore, Display-Geschichten. Oben ist noch eine Adresse dran geklemmt. Das sieht alles schon mal ganz ordentlich aus. Wir gucken noch mal hier rein. Und da seht ihr auch hier ganz am Ende, findet ihn. 188.000 kostet er. Auch hier hätten wir die Möglichkeit, verschiedene Farbvarianten zu machen. Also da auch schwarze Versionen draus zu machen, wie man hier sieht. Das in Gold. Der Part hier oben würde allerdings dann weiß bleiben. Der ist ja nicht zu ändern. Aber wie gesagt, wer dann halt irgendwelche Farbmischungen haben möchte oder Grau mit Weiß machen möchte, ne? Kann wie man will. Ne? Wir haben hier dann Nokian, Michelin, Mitas und BKT, Fredestein und dann sind wir bei Trelleborg. Auch hier gibt es die üblichen Reifengrößen und Varianten, die man so standardmäßig kriegt. Wir haben noch eine Auspuffblende, die wir hier setzen können. Das ist der verkrummte Bereich, der dann dazu kommt. Ne? Wir können die Grillvariante hier zum Beispiel dann auch in Weiß stellen und hier auch die Varianten, die hier an der Seite sind. Seht ihr selber schwarz, ne? Ohne, mit. Das lässt sich also hier schön alles einstellen, was man optisch machen kann. Den Frontanbau haben wir Hauer, Aloe und das war's. Und Motorgröße, wie gesagt, gibt es dann hier verschiedene. Fangen wir mal da an. Das ist da 6185. Ne? Der hat dann 185 PS. Der 6205er, 205, der 15er, 30er, das steigert sich dann hoch bis zum 40er mit Boost und dann sind wir bei 270 PS, der die ganze Sache dann hat. Also sehr schön gemacht, auch hier sehr viele Möglichkeiten. Ich hüpfe auch hier mal rein, wir fangen auch hier einfach mal mit dem Lichttest an. Das war vorne hinten, ihr seht das leicht bläuliche Licht hier, das funktioniert also auch alles wunderprächtig. Wir haben die Rundumleuchten hier standardmäßig dran. Wir blinken dementsprechend hinten wie auch vorne, ne? Seht ihr da an der Seite. Das funktioniert auch alles einwandfrei. Wir gehen auch mal in den Cockpit-Bereich. Wenn ich jetzt hier Licht anmache, passiert soweit nicht. Da seht ihr schon die Monitore, da seht ihr so ein bisschen flackern auf dem Monitor. Hier noch einen zusätzlichen Spiegel. Ne? So, dann mache ich mal das Licht wieder aus, mache den Motor an. Wenn ich dann Licht anmache, dann seht ihr, wie im Tastaturbereich und auch im Stickbereich hier ist dann die Beleuchtung da. Ne? Also das ist schon mal sehr gut gemacht, das passt alles soweit. So, mach das erstmal wieder aus. Wenn wir hier die Hilfe anmachen, sehen wir selber, ich kann auch hier Simple IC aktivieren. Ich muss nur gucken, wo ich die Ansatzpunkte dafür gerade sehe oder warum ich sie nicht sehe. An ist es auf jeden Fall. Normalerweise wird man jetzt hier die kleinen Kreuze sehen, wo es dann zu aktivieren ist, aber das sehe ich momentan keine. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind, aber also normalerweise, wenn das kleine Kreuz da ist, ist es an, aber ihr seht auch so, sieht man jetzt nicht die Felder zum Hinklicken. Vielleicht ist das ein Fehler bei mir. Nee, doch, da ist was zum Draufklicken. Was ich jetzt hier mit geklickt habe, weiß ich nicht, aber da war ein X zu erkennen. Ich weiß auch nicht, was das an- und ausschaltet. Könnt ihr ja gerne nochmal testen. Ich habe es jetzt so nicht gefunden. Ich habe auch so leider keine weiteren gefunden. So ein bisschen Tür auf und zu machen hätte ich mit gerechnet, ne, muss ich zugestehen. Und das Fenster hier sieht auch aus, als wenn es zum Aufklappen wäre. Ne, genau wie hier oben auch die, die Luke nach draußen. Ja, also wie gesagt, sonst sieht es ja gut aus. Ich mache auch den eine Runde an, mache hier die Hilfe mal wieder aus. Ja, auch der funktioniert einwandfrei. Ne? So, dann stellen wir ihn hier einfach mal neben. Ich hüpfe mal eine Runde raus. Wir schauen uns die beiden Traktoren aus diesem Blickwinkel an. Und was sowas bedeutet, wisst ihr immer schon. Genau, dann sind wir nämlich am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.